höre meine Ohren da ein wohlbekanntes, mir sehr vertrautes und beliebtes Geräusch eines Schleims. Und das auf einer Ebene, wo er nur über mir sein kann. Huch, das war jetzt so nicht geplant. Hallo Schleimi. Ja, wir kommen näher. Wir sind sehr nah. Ist der doch über mir. Besser. Wo ist der? Muss ja irgendwie genau neben mir sein. Oder habe ich mich doch wieder zurückgebuddelt? Hallo, Schlachtheim. Aha. Hast du was essen? Moment. Wir wissen ja nicht, wie, oh, was da ankommt. Da, das ist ein Schleim. Ein kleiner Schleimer. Viele ganz kleine Schleime. Stirbt. Geht mal aus, Schleim, Boss. Pfoten weg von meinen Slime Balls. Ich werfe mal die Feuersteine weg. Yo, Slime Balls. Hier kam gerade ein Creep, ich wusste es doch. Ne, nu, wir sind in irgendeinem Schneegebiet. Sind in einem Schneegebiet und nicht mehr auf Diamantentiefe. So, hier machen wir mal eine Grenze. Wo sind wir denn hier gelandet? Anscheinend in einer Gegend, die wir noch nicht erforscht haben. Und ich sehe Gold. Und ich tausche Gold gegen zehn Bruchsteine. Klingt verlockend. Okay. Mehr gibt es aber anscheinend nicht, deswegen gehe ich wieder hoch. Was gibt's denn hier noch? Ups.
anscheinend einiges über uns, aber nicht unter uns. Cool, das geht, das wusste ich gar nicht. Gut, hier ist nichts. Ich habe das bedrückende Gefühl, wir werden dich zurückfinden. Aber wir haben ja alles für den Kompass, das ist ganz cool. Hilfe! Ich werde attackiert von Massen von Zombies. Hilfe! Ja, doch, ich habe gemerkt, dass er eine Höhle ist. Okay. Kurz noch zwei Gold abgekrabbelt. Und da sind noch zwei Gold. Sehr schön. Das war's dann aber auch schon hier. Autsch. Was haben wir denn hier noch? Ah, hier ist ein zweiter Gang sozusagen. Interessant. Tut weh. Denk doch mal an meine Gefühle. So, geht doch. Naja. Die tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid, die Filter mal. Ich dachte schon, er springt mich jetzt hier einfach in die Lava rein. Jetzt bin ich wieder hier. Und das alles nur, weil ich einen Slime haben wollte. Wir buddeln weiter. Irgendwann müssen wir auf Diamanten stoßen, irgendwann müssen wir. Ich beende diese Folge nicht, bevor ich nicht, also diese Aufnahme, bevor ich nicht den Diamanten gefunden habe. 3 Jahre später. Wir suchen immer noch. Vollkommen verwahrlost saß er in seinem Zimmer. Zu einem hageren Strich zusammengemagert, der er vorher schon war. Und sucht Diamanten. Dann hast du endlich einen gefunden und klappst ab. Alter Schwede. Huch. Schon wieder die geliebte Krabbelie. Stirb, Krabbel, stirb, Krabbel. Hau uns langsam mal, wir gehen die Fackeln aus. Ich dachte schon, das ist Diamanten und wir haben die ganze Zeit die Diamanten übersehen. Aber das war kein Diamant.
Hätte mich auch schwer gewundert, wenn, wenn jemand so aussehen lässt. Aber dennoch haben wir noch keinen gefunden. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie die aussehen. In diesem Texturenpack. Jetzt verrecke Stein. Hier sind schon längst unter der Stadt oder so durch. F3, ich muss von Diamanten finden. Wir sind auf Diamantenebene. Eigentlich soll ich drüber nachdenken, wir finden hier gar nichts. Wir finden weder Lava noch Diamanten noch Lapis dazu, was man eigentlich auch öfters in dieser Gegend findet. Gold finden wir auch so auf dem Weg hier gerade. Wir finden eigentlich gar nichts. Außer ab und zu verirrtes Kohle- und Redstone-Gebilde und ein bisschen Eisen, wie gerade eben mal die eine. Aber irgendwie scheine ich hier komplett den falschen Weg eingeschlagen zu haben. Na komm, wird aber ein einzigster Diamant dabei sein. Ich würde mich ja freuen über jeden Diamanten. Und wenn es nur ein einzigster ist. In dem Mund von, hinter 100 Creepern. Na komm schon. Das kann doch gar nicht sein. Ich will nicht wissen, wie lange wir jetzt hier schon graben und trotzdem keinen einzigen Diamanten gefunden haben. Ich meine, irgendwann muss ja ein bisschen aber Holz sein. Ich höre Lava. In der Nähe von Lava sind meistens Diamanten. Aber auch nur meistens. Huch! Ich die Folge gleich wieder zerstört. Mal gleich eine neue hin. Also es kann ja gar nicht sein, dass wir echt keinen Diamanten. Uhuhuhuhuhuhu. Diese Lava denn hier? Aha. Da wo es Lava gibt, gibt es Tunnel. Und da wo es Tunnel gibt, gibt es zumindest schon mal Gold. Als dein Trostpreis. Aber den Hauptgewinn hätte ich trotzdem gerne. Warum haben wir das da, dass der mich bisher verfolgt?
stehe in einer Schlucht. Wir werden diese Schlucht erkunden, meine lieben Damen und Herren. Aber aus der nächsten Folge Aufnahme, denn ich mache hier erstmal eine kleine Aufnahmepause in diesem kleinen gemütlichen Raum hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios, liebe Freunde. Diamanten! 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 Ja gut, okay. Tschüss!